Aloha, hey zusammen und willkommen zurück bei einer weiteren Folge mit Ark. Nein, in Ark mit mir und so. Ich kriege es nie hin. Jedes Mal dasselbe. Naja, fast jedes Mal. So, es gab eine konkrete Planänderung. Also, das, was ich in der letzten Folge gesagt habe, dass wir diese Folge jetzt einen Mammut holen, das bleibt. Und das ist auch so ziemlich das Einzige, das bleibt. Das Aquarium habe ich nicht fertig. Das ist noch nicht umgezogen. Ich habe mir hier die Baumap, die ich hier noch nebenbei hatte, die, wer dabei war, im Livestream mal gezeigt wurde. Da, wo wir dieses komische Hotel dahingesetzt hatten, so in etwa. Da hatte ich mal einen kleinen Testlauf gemacht in dem Bereich, was da so auf mich zukommt, wie ich das am besten umsetze und so weiter. Und ich bin zu dem Entschluss gekommen, wow. Einfach nur wow. Ich werde wahrscheinlich, wenn diese Folge vorbei ist, dann habe ich für eine ganze Weile vorgesorgt, was das Material angeht. Ich werde dann wohl nebenbei immer mal farmen müssen, weil da kommt eine ganze Menge Material auf mich zu, um das zu bewerkstelligen. Weil wir wollen ja kein kleines Aquarium haben, sondern wir wollen ja eins, was wir später dann auch gleich für Mosasaurus, Plesiosaurus und so weiter reservieren können. Dementsprechend muss eine gewaltige Größe her. Das werde ich aber alles nebenbei dann machen. Denke ich. Also ich werde vielleicht einen Großteil des Materials vorplanen, auch schon mal die Grundstruktur machen, den restlichen Bau gucken wir dann. Muss ich alles sehen, weiß ich nicht. Ist ja auch erstmal egal. Ja. Ich habe mir Kibbel gemacht. Die Raptoreneier soweit alle durchgezogen. Oh, ganz schön wenig Ammo. Ich muss mir mal wieder einen Vorrat anlegen. Ach, was mach ich denn hier? Sag einmal. So, 20 davon. Dafür brauchen wir Flint, haben wir zu wenig. Wir brauchen Touch, haben wir auch zu wenig. Ergo, lassen wir das erstmal. Habe ich nicht hier noch irgendwo mal ein bisschen... Nee, das waren den Dinos, ne? So, der wird nochmal repariert. Da hat mich ein kleiner Hai angeknabbert. Fand ich weniger lustig. Er hatte scheinbar sein reges Vergnügen daran. Puh. Okay. Wie machen wir das denn jetzt am besten? Da hinten muss ich hin. Auch wenn ich glaube, dass das nichts wird. Ich glaube eher, wir fliegen zu dem Vulkan, weil da weiß ich hundertprozentig sind Mammuts. Ich habe 27 Narkopfeile. Das ist mir eigentlich zu wenig. Wir versuchen's. Kommt Zeit, kommt Rat, kommt Attentat. Wir werden jetzt den Umweg da über diesen Vulkan machen. Beziehungsweise über diesen Berg. Ich bin der Überzeugung, da waren keine Mammuts. Und in der allergrößten Not müssen wir wirklich rüber ins Schneebiom. Auch wenn ich das vermeiden will. Und demnächst renne ich hier einmal mit einem Rex durch. Die ganzen Brontos hier, die gehen mir allmählich dezent auf den Wecker. Nee, stimmt. Ich glaube, hier oben waren nur Karnos und sowas. Und ja, massenhaft Argentavis. Könnte ich mir auch noch einen holen. Ariane braucht ja schließlich auch noch mal einen Freund. Oder? Wo ist denn mein Fernglas? Da ist mein Fernglas. Sollte ich in den Genuss kommen, hier einen Mammut zu finden... Dann möchte ich auch ganz gerne auf Distanz mal gucken, was für ein Level der hat. Ob sich der Flug dahin überhaupt lohnt. Nichts, 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 nichts. Nichts, nichts, nichts. Also Vulkan. Gut. Das war ein kurzer Ausflug. Ich habe jetzt auch in der Vorbereitung... mal die ein oder andere rote auf der Building Map, also die rote Supply Crate eingesammelt. Also entweder habe ich da mehr Glück, weil die kam da relativ häufig runter, oder aber das Spiel mag mich einfach nicht, oder es möchte nicht, dass ein Let's Play davon auftaucht. Kann ja natürlich auch sein. Vielleicht ist es eitel. Ah, ich bin doch noch eine Alpha-Version, bitte zeig mich nicht. Bitte, 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 bitte. Zu spät. Das hättest du vor... Och, lass mich lügen. Ich glaube, jetzt 89 Folgen sagen müssen. Also. Oder es möchte Let's Played werden, nur nicht von mir. Kann ja auch sein.
Man weiß ja immer nicht, was in solchen Spielen vor sich geht. Also wenn ich... Oh, ich habe was Rotes gesehen, Rot, 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 rot. Rot, rot. Da glüht was. Ein Alpha-Kano. Level 23. Der wäre sogar machbar. Also jetzt nicht für Ariane, aber theoretisch mit Rocky einmal rüberflitzen. Ich glaube, den würde ich sogar mit einem gut gelevelten Freki so weit hinkriegen. Da bin ich mir aber nicht sicher. Und den möchte ich auch ehrlich gesagt nicht riskieren. Aber wer weiß. Vielleicht komme ich wieder auf so dumme Ideen. Oder es wird eine spontane Aktion, wo ich dann sage, ach, du sitzt jetzt schon auf dem Wolf, jetzt kannst du auch den Kano jagen. Und dann ist Freki weg und das Geschrei wieder groß und ich bin wieder ziemlich unlustig drauf. Das kennen wir ja alles schon. Nein, ich glaube, ich lasse es lieber. Hui. Jo. Also ich glaube, die größte Herausforderung derzeit wird der Quetzer sein. Erstmal da einen passenden zu finden. Ist da drüben eine Höhle? Ach, das ist die Schneehöhle, ja? Ich erinnere mich. So, was haben wir da unten? Das sieht mir Rex-mäßig aus. Das backende etwas. Ja, das ist ein Rex. Auch ein Männchen, somit uninteressant. Wobei, so ein zweites Männchen wäre ja auch noch ganz lustig. Ich sehe schon meine kleine Rex-Horde da irgendwo bei mir im Gelände rumgeistern. Nee. Ich würde das höchstens machen. Allerhöchstens. Und das, da würde ich glaube ich sogar... Oh. Das sieht ja niedlich aus. Schwarz-weiß. Auch nicht schlecht. Und das ist so ziemlich das Einzige, was ich machen würde. Ich würde mir mehrere Rex tamen, um die für die Zucht zu benutzen. Also sprich, um die Farbkombination weiterzugeben, etc. pp. Danach würden aber die Rex dann auch relativ schnell wieder aus dem Programm verschwinden. Weil in erster Linie möchte ich gute Stats übergeben haben und die Farbe. Das macht das natürlich dann wieder... Also er spawnt ja immer wieder. Knaff! Okay. Genau jetzt habe ich natürlich keinen Skorpion bei mir. Ist aber nicht so schlimm, wir wissen, dass er da ist. Denn erfahrungsgemäß wird so ein Quetzer einen Teufel tun, irgendwo zu landen. Den muss man schon davon überzeugen, dass er landen soll. In Form von Narkofallen und so. Ich hatte mal irgendwo einen Videoausschnitt gesehen, da weiß ich aber nicht, ob der eventuell mit ein paar Commands nachgeholfen hat. Der hat es geschafft, vom Timing her so hier rüber zu springen, dass er auf den Quetzerrücken gelandet ist und hat ihn von da aus betäubt. Das wäre theoretisch machbar. Praktisch ist mir das Risiko derzeit aber viel zu hoch. Hätte ich jetzt Fallschirme dabei, würde ich sogar... Ach, du bist 13. Oh, was ist denn geile Farbe? Also das Blau gefällt mir. Level 13 hingegen gefällt mir nicht. Ist natürlich... Also das, was ich gerade mit den Rex erzählt habe, mit der Farbweitergabe, das wird auch sicherlich mit anderen passieren. Also ich möchte am Schluss hier zwar zwei von jeder Sorte haben, ganz klar, aber der soll natürlich auch farblich dementsprechend dann die beiden aussehen. Also ihr könnt euch sicher sein, vor Folge 200 werde ich hier, glaube ich, A, erstmal nicht fertig werden und B, auch nicht den Elan verspüren, aufzuhören. Eben weil ich mir diese Ziele gesetzt habe und diese möchte ich auch durchziehen. Das ist mir wichtig. Oh, was haben wir da? 49. Puh. Eigentlich ein bisschen zu klein. In der Not würde ich ihn nehmen, keine Frage. Aber prinzipiell ist er mir erstmal zu lütt. Also ich hatte schon, wenn, an so Level 80 oder so gedacht. Aber wir fliegen mal zu unserer Wolf-Taming-Station. Wenn ich die dann noch wiederfinde. Weil ich bin der Überzeugung, da war eigentlich mammuttechnisch recht gut was los.
Zwar auch Wolf-technisch, was mir wiederum Sorgen bereitet, aber man kann ja halt nicht alles haben, ne? Ich will zwar immer alles haben, aber man kann es halt nicht. Tja, da wäre was Schönes gewesen, aber da war der Rex schneller. Oh. Ja, was denn nu? Hell, dunkel, entscheide dich. Klingt ja wie ein typisches Wochenende bei mir. Wie war denn dein Wochenende so? Hell, dunkel, Montag. Doch so, abwechslungsreich. Mensch, da hast du ja echt was erlebt. Oh. 46, 13. Schlecht. Die Schwierigkeit hier ist ja wirklich nicht, einen Dino einer bestimmten Sorte zu finden, mit Ausnahme jetzt von Quetzer und Moser und, ja, Plesio geht auch mittlerweile im Solo. Die Schwierigkeit ist wirklich, zufrieden mit dem Levelbereich zu sein. Weil, wie ich es ja immer gesagt habe, es bringt rein gar nichts, wenn hier überall Dinos Level 100 und so weiter rumlaufen und du hast hier einen Dino Level 10, der kann zwar gelevelt auch was reißen, aber nicht das, was du möchtest. Und ich sterbe gerade. Ich höre es nur am Rande. Du bist Level 13. Ja. Heidi Witzka. Siehst du Porno aus? Von dem muss ich aber einen Screenshot machen. Wenn ich ihn treffe. Der ist mir vom Level viel zu klein. Aber zur Farbweitergabe wäre der 1A. Aber ich habe mich jetzt taming-mäßig darauf eingestellt, auf Mammut zu gehen. Und das würde ich auch ganz gerne soweit beibehalten. Neben der Tatsache, dass ich hier jetzt gerade einen qualvollen Kältetod sterbe. Piepen wird immer lauter. Das ist natürlich ziemlich suboptimal, dass das jetzt hier 6, 13, 62... Mit denen könnte ich mich sogar anfreunden. Was macht ihr hier? Die Leute runterkegeln oder was? Scheiße! Sexismus, ich muss mir mal eben erstmal Fackeln holen. Das ist natürlich in einer Region, die versetzt ist mit Viechern, die es nicht unbedingt gut mit mir meinen. Oh, shit. Was passiert, wenn ich nicht vorbereitet an die Sache rangehe? Wo sind sie, wo sind sie, wo sind sie? Oh, scheiße. Da waren sie doch eben, oder? Halt, mir fehlt noch Thatch. Nützt alles nichts. Ich muss mich hier erstmal jetzt soweit bei Ariane hinstellen. So. Na komm. Zumindest ein bisschen. Davon kommt die Hälfte nochmal wieder raus, weil ich benötige noch eine. Mach ich gleich zwei? Ach komm, ich mach gleich zwei. Mir ist es hier immer noch ein bisschen zu frisch. Hier lag doch gerade Mammut. Hast du das jetzt aufgefressen? Mistvieh. Elendiges kleines Mistvieh. Ich sehe ja schon irgendwann kommen, dass hier auf dieser Insel überall verteilt so kleine Stationen sind. So, heiz dich auf, hier geht's dir gut. Ariane noch? Nein, natürlich hat Ariane auch kein Futter mehr. Ich werde aber einen Teufel tun, jetzt hier mein Kibbel zu inhalieren. Wäre ja schön blöd. Wir bräuchten eigentlich noch ein Lagerfeuer. Also es steht außer Frage, dass ich hier in diesem Bereich irgendwo eine Taming-Hütte hinstellen werde. Weil das mit den Equipment und so weiter, das wird auf Dauer ein bisschen anstrengend. Ich muss mich hier jetzt kurz aufwärmen. Ich müsste dann noch ein Lagerfeuer jetzt wieder machen. Was ich mir schon mal hier zurechtlegen kann. Stein und Thatch. Bonanza. Habe ich
Habe ich den ganzen Tag schon im Kopf. Tut mir leid. Zack. Problem ist ja einfach wie gehabt. Je mehr ich hier irgendwo platziere, desto mehr Spawnpunkte könnte ich zerstören, was auch nicht in meinem Interesse ist. So. Kommst du mal da rein? 24, 10. Ich hätte aber eine Idee, wie ich das machen kann. Das werde ich sogar vor dem Aquarium in Angriff nehmen. Zumindest hier im hinteren Bereich. Weil hier bin ich doch ja relativ oft unterwegs, um Sachen zu holen. Deswegen bietet es sich an, das Ganze auch hier dann dementsprechend zu platzieren. Oh, Abwölfchen. Mir ist bewusst, ich brauche zwar noch einen, aber du wirst es nicht sein. Jo, wahrscheinlich, Ariane. Dann mache ich mir die Mühe und suche mir hier was raus, was ich gerade mal eben umnieten kann, um mir Fleisch zu holen. Und Ariane hungert ein bisschen und frisst mir das ganze Fleisch weg. Super. 1A, Madame. Sind nochmal Pfeile, die kann ich nochmal eben mitnehmen. So. Wo war denn jetzt? Oh, scheiße. Da. Und wie ich hier einen Punkt brauche. Aber sowas von. Das geht ja echt auf keine Kuhhaut, was ich hier veranstalte. Das ist ja mehr Rumgehopse am Campfire als alles andere. Puh. Ja. Okay. Warum nicht? Kann. Ich hasse Momente wie diese. Das muss ich ehrlich sagen. Also, so Momente, wo ich was geplant habe und es klappt nicht planmäßig. Da. Das gehört zwar auch ein Stück weit dazu, aber. Überhaupt nicht meins. Ums Verrecken nicht. Und im Kopf gehe ich jetzt schon gerade wieder durch, wie ich hier diesen Anlaufpunkt dann mache. Da reicht eigentlich einer aus Holz. Mal schauen. Da werde ich mich nach dieser Folge ransetzen. Aber definitiv. Naja, streng genommen wollte ich eigentlich schon nach der letzten Folge die Aufnahmesession für heute beenden und habe es trotzdem nicht gemacht. Weil ich heute wieder so ein bisschen im Arc-Fieber bin. Das ist schlimm, wenn man auf ein Spiel Bock hat und weiß, man müsste eigentlich, zumindest laut Plan, noch andere Sachen aufnehmen. Und man guckt sich dieses Spiel an und denkt so, oh, eigentlich hast du da jetzt gerade überhaupt keinen Bock drauf. Naja gut, nimmst du den Arc auf, da hast du jetzt gerade richtig Lust drauf. Und dann guckt man irgendwann auf die Uhr und denkt sich, hups, ist ja schon spät. Hups, irgendwie hast du heute gar nichts geschafft, außer Arc. Ups. Morgen wolltest du eigentlich was hochladen. Scheiße. Deswegen jetzt hier die letzte Folge. Und dann mal kicken. Gucken jetzt mal. Das kann hier ja noch so ein bisschen weiter kugeln. Ich muss irgendwo Mammut jetzt auftreiben. Wenn ich das Mammut hier in die Nähe treiben kann. Dass das zumindest. Wo bin ich denn jetzt? Ich gehe mal auf Gamma 2 zurück. Schneebiom blendet doch extrem. Ja, allmählich kriege ich heute echt Plack. Ihr seht schon, wo ich jetzt hier gerade wieder bin. Mir ist gerade schon wieder das Spiel abgestürzt. Ich kann es euch auch mal zeigen. Ich bin hier kurz vor dem Vulkan. Ich komme wieder ins Spiel zurück, weil ich musste ja irgendwie die Aufnahme beenden. Der hat andauernd weiter aufgenommen und wollte die Aufnahme nicht schließen, sonst hätte ich hier die nächste Folge wegschmeißen können. Und in dem Moment, wo ich einlogge, ich sehe nur Ariane wegfliegen und mich fallen. Also, kurz Pause gemacht. Rausgetappt, irgendwo mal kurz Gott eingetragen und dann gehofft, dass ich schnell genug hier die Konsole aufkriege, Gott reinkopiert bekomme und Enter drücke. Und das hat geklappt. Deswegen steht es auch zweimal drin.
weil der Gottmode ja jetzt wieder aus ist. Aber Herr im Himmel, was ist denn heute los? Das geht mir ganz schön auf den Trichter. Also wir sind wieder einen halben Kilometer vom Schneebiom entfernt, auch wenn es hier ziemlich kalt ist. Aber irgendwie... Irgendwas stimmt hier doch nicht. Ich müsste jetzt in der Aufnahme vorher nochmal nachgucken, aber... sind wir nicht mit weniger hierher gegangen als 10 Fleisch? Hatten wir nicht nur 6 oder so? Rexy! Und die Torches, die hatte ich ja auch eben noch nicht drin. Hä? Trennt der jetzt den Spielstand? Nee, das kann nicht sein. Ich hätte jetzt vermutet, also dadurch, dass ja die Torch unten auf der Taste 7 ist, dass er die Position anders speichert als den Rest des Spiels, aber das wäre ziemlich unlogisch. Kann ich mir auch irgendwie jetzt so gar nicht vorstellen. Also, skurril ist es schon. Mal gucken, vielleicht finden wir von der Richtung hier Mammut, was uns gefällt. Nö. Irgendwo kurfte hier doch noch eins rum. Was ich mir noch wünschen würde, wäre eine Zoom-Funktion im Fernglas. Das wäre was extrem Nützliches. Auch nicht. Oh, wer bist du? Oder bist du derjenige, den ich gerade im Visier hatte? Nein, du bist Level 9, das ist ja genauso scheiße. Irgendwie alles ziemlich uncool hier gerade. Wo sind die ganzen Mammuts? Laufen hier wieder 1 Milliarde Rexe rum, die hier alles und jeden auffressen? Und wahrscheinlich wäre es ja nicht. Okay, aber hier ist der Bereich, wo ich den Wolf getamed habe. Und zwar genau hier. Und ich sterbe schon wieder. Nichts dazugelernt. Nun hast du schon mal die Möglichkeit, eine zweite Chance zu bekommen, Goro, und du lernst trotzdem nichts. Okay, es nützt ja nichts. Ja, es ist jetzt gerade blöd. Oh. Was macht ein Sarko denn hier? Du bist ja ein richtiger Exot hier in dem Bereich, Kollege. Und der Raptor von vorhin, der steht hier immer noch. Blöd in der Gegend rum. Okay, okay. Ja, ich wollte gerade sagen, ich habe doch beim letzten Mal hier noch was übrig gelassen. Da war nichts dran. Also, wenn ich jetzt kein Material hier habe, ich werde das aber nochmal prüfen. Moment, Notiz. Notizzettel. Fackeln. Schneebiom. Mein Notizzettel wird immer länger, aber ich glaube, das brauche ich mittlerweile. Ja. Coole Nummer. Ganze Folge was gemacht und irgendwie nichts erreicht. Ich sage euch aber jetzt schon, finde ich hier jetzt innerhalb der nächsten 10 Minuten irgendwo einen Mammut, hole ich es mir. Du kannst mal das Fallen wegmachen. Weil das lasse ich mir dann nicht durch die Lappen gehen. Naja. Egal. Wir gucken in der nächsten Folge mal, ob wir hier eventuell was geschissen bekommen, ob hier, wer weiß, vielleicht beim nächsten Mal schon ein Mammut irgendwo hingelegt ist. Vielleicht finde ich ja eins, also wie gesagt, keine Ahnung. Wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder und bis dahin, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.